Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, geradezu das Paul-Löbe-Haus im Tiergarten und genau dahinter das Bundeskanzleramt, an dem wir uns in Kürze entlang bewegen. Ja, und diese drei Gebäude, das Kanzleramt, das Löbe und das Lüders-Haus, ergeben zusammen das Band des Bundes, das wir jetzt kreuzen. Sie sehen, die zwei Häuser an der Spree sind per Brückenschlag miteinander verbunden. Das ist der symbolische Brückenschlag von Ost nach West. Ja, diese Ansicht genießen Sie seit 1998 auch sehr schön aus der Vogelperspektive vom Reichstagsgebäude aus. Der Besuch der Reichstagskuppel, sehr lohnend, sehr empfehlenswert. Ja, und seit 1998 hat der Reichstag auch seine alte ursprüngliche Funktion zurück, Sitz des deutschen Parlaments. Beeindruckend die Gesamtarchitektur der Bürohäuser. Sie sehen, Glas hat man verwendet, Fassaden, die uns Einblicke in die Arbeitsstuben gönnen. Sie können auch durch das Paul-Löbe-Haus zu unserer linken Seite gleich durchschauen, bis hin zum Bundeskanzleramt. Also auch eine direkte Sichtachse, die man anlegte, von Ost nach West. In der Architektur auch das Prinzip der gläsernen Demokratie genannt. So, dann die beiden Brücken. Die untere dient dem